Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns mal meine aufgebrauchten Produkte aus dem Monat Juni an. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, das sind immer so diese mega interessanten Formate tatsächlich. Also ich gucke unfassbar gerne aufgebraucht Videos. Es sind aber immer relativ lange Videos, weil ich zeige euch alle Produkte, die ich diesen Monat leer gemacht habe. Das heißt, teilweise sind die dann schon länger offen. Und ja, erzähle euch da einfach mal ein bisschen was zu, wie die so waren. Das ein oder andere nicht unbedingt Beauty-Produkt habe ich auch noch mit reingepackt, einfach weil ich das nennenswert empfunden habe. Und es gibt auch in diesem Video ein Gewinnspiel, was ich in Kooperation mit Yepoda machen darf. Ich habe euch die Teilnahmebedingungen schon mal in die Infobox reingeschrieben und was es zu gewinnen gibt und so, sage ich euch gleich im Laufe des Videos, sobald ich an das Produkt herangekommen bin. Genau, jo, dann starten wir einfach mal mit dem Unterstübchen. Und zwar habe ich hier von Nivea Intimo die Waschlotion Sensitive, finde ich wirklich, wirklich, wirklich gut. Das ist ganz angenehm. Also ich verwende auch wirklich für meinen Intimbereich nur noch solche Intim-Waschlotionen, weil ich einfach gemerkt habe, dass es einfach mir untenrum besser tut. Und ja, leider ist das Fenster offen und ihr hört vielleicht ein paar Autos, ein paar Kinder spielen in der Nachbarschaft oder so. Aber es ist einfach wahrscheinlich auch bei euch bullenwarm und dementsprechend, ne, Vögel zwitschern. Die hört ihr auch. Sammy läuft ja auch ein bisschen durch die Gegend. Läuft. Der übliche Wahnsinn ist am Start. Naja, auf jeden Fall mag ich die sehr gerne. Die hält bei mir auch immer, ich würde mal sagen, 2 Monate. Und da ist ein Schatten. Er legt sich da ganz entspannt hin. Ja, immer bei Frauchen sein, das ist schön. Und genau, das ist halt diese Sensibel-Variante, also quasi extra sensitive, ne? Finde ich immer ganz gut. Etwas, was ich hier oben auch sehr, sehr viel im Einsatz habe, ist hier von King's Crown der schwarze Eistee Pfirsich oder mit schwarzem Tee der Eistee Pfirsich. Mag ich sehr gerne. Ich kann euch auch wirklich empfehlen, diese kalten Tees euch im Sommer zu machen. Ich habe hier jetzt einen Waterdrop drin, aber ansonsten habe ich auch gerne einfach einen Teebeutel von diesen kalten Tees hier. Und ja, die sind halt limitiert, nur im Sommer erhältlich, ne? Finde ich aber sehr cool. Ich glaube, ja, King's Crown kriegt bei Rossmann, aber es gibt es halt auch bei DM und so weiter, ne? Könnt ihr mal gerne einfach stöbern gehen. Das ist meine liebste Pinselreinigungsseife, die Da Vinci. Da habe ich jetzt nur den Deckel, weil ich gerade eine andere in Anwendung habe, wo ich das Unterteil für gebraucht habe. Und ja, das ist einfach eine schöne Sache, die ich bei Amazon gefunden habe, die auch wirklich die Foundation aus meinen Foundation-Pinseln rausholt und ja, die meine Pinsel pflegt. Ich finde das wichtig, tatsächlich auch so eine Seife zu verwenden, damit die Pinsel auch nicht kaputt gehen, also damit der Kleber sich nicht löst, damit die Pinselhaare erhalten bleiben und auch gepflegt werden, ne? Und da gibt es halt extra Reinigungsseife für solche Pinsel oder eben Reinigungsprodukte und das kann ich euch einfach empfehlen zu verwenden. Dann bin ich sehr, sehr froh, dass ich jetzt, ja, einerseits bin ich froh, weil das ist ja auch eine Art von Körperreinigung, andererseits ist es natürlich super nervig, die Erdbeerwoche wieder zu haben. Ich habe jetzt einfach OBs geleert. Die hatte ich noch von vor meiner Schwangerschaft tatsächlich, ja, zuverlässiger Schutz. Das mag ich, also, ne, die normale, weil ich habe ja Kaiserschnitt gehabt. Genau, dann nehme ich mal das erste Produkt von Yepoda raus. Da habe ich hier die The Rescue Moment Exfoliating Sheet Mask. Da hast du PHA, was die mildeste Form von einem chemischen Peeling ist. AHA, was so Fruchtsäure ist, ein bisschen auch glättend wirkt, ne? Und Algenkomplex mit am Start. Das sind sehr, sehr schöne Tuchmasken, sehr nasse Tuchmasken. Ich empfehle euch tatsächlich jetzt im Sommer eigentlich eher nicht unbedingt Säurepeelings zu verwenden, sondern eher Enzympeelings. Aber es ist so, dass man einfach, wenn man, also ich, wie soll ich das sagen, wenn, also ich verwende viel Wirkstoffkosmetik. Ich habe auch einen engen Kontakt zu meinen Kooperationspartnern, wo ich dann auch mich mit austauschen kann oder wo ich halt auch direkt reagieren kann, wenn irgendwas bei mir nicht richtig ist, so, ne? Und ich kenne meine Haut mittlerweile sehr, sehr gut und weiß, dass meine Haut auch jetzt im Sommer, aber nur abends und morgens wirklich darauf achten, Lichtschutzfaktor zu verwenden, dass sie auch diese Maske verträgt, also auch Säure in einer milden Variante, ne? Weil das hier ist jetzt in dem Sinne zwar eine Säure-Peeling-Maske, aber du hast hier nicht so eine richtig krass peelende Wirkung, wie das bei einem richtig chemischen Peeling wäre, was du dann ja auch zum Beispiel von Dalton oder auch von Yepoda, da gibt es ja auch diese Salicylsäure, ne? Das wären dann eher so Sachen, die ich dann wirklich eher Richtung Winter empfehlen würde. Oder von O bis O, sage ich ja immer, ne? Oktober bis Ostern kann ich die
Also immer, wenn man halt theoretisch auch halt Reifen wechseln würde, stellst du dir auch deine Pflege eigentlich ein bisschen um. Noch ein Cold Brew Tee habe ich hier am Start von DM Bio und das ist rote Früchte und Minze. Den finde ich sehr angenehm, sehr erfrischend und das ist halt so die etwas fruchtigere Variante. Das andere mit dem Pfirsich ist halt eher so die klassische Eistee-Variante halt, ne? Dann habe ich hier eine Spülung leer gemacht von The Body Shop, der Conditioner mit Moringa. Finde ich vom Duft her sehr, sehr intensiv. Also das muss ich wirklich sagen, war nicht ganz so meine Welt. Ich habe davon eigentlich auch noch das Shampoo da gehabt, habe ich jetzt an eine Freundin weitergegeben, weil mir das einfach zu krass parfümiert war. Also da muss ich sagen, habe ich auch einfach gemerkt unter der Dusche, also hier geht echt die Party ab. Und es war halt nicht so ganz mein Duft. Also das ist halt, also ich habe halt eher so die blumige Variante, was mir dann so gefällt, ne? Jo, so ein bisschen Ordnung schaffen hier. Dann habe ich hier meine Augenpatches aufgebraucht von Revolution mit Vitamin C, die Glow Eye Patches. Da sind 60 Stück, also 30 Anwendungen drin. Ich habe jetzt auch gerade in Anwendung die von Essence, die finde ich auch sehr, sehr schön. Aber ich muss sagen, die hier sind auf jeden Fall besser, weil die rutschen halt so wirklich ungefähr gar nicht, ne? Und machen auch eine schöne Pflegewirkung, geben auch Strahlkraft, geben Feuchtigkeit. Und da ich die wirklich jeden Morgen verwende, macht es für mich Sinn, wenn ich da auch einfach relativ günstige nehme. Wenn ich halt so wirklich, da kommen wir nachher zu, wenn es so drauf ankommt und man irgendwie weiß, okay, jetzt habe ich irgendwie, wir hatten Geburtstage, ne? Also mein Freund hatte Geburtstag, ich hatte Geburtstag und so, dann möchte man halt schon so ein bisschen mehr strahlen, mehr Pflege. Dann nimmt man etwas hochwertigere Produkte. Aber das war einfach eine schöne Sache für jeden Tag. Dann habe ich hier von Dalton einen Toner leer gemacht und zwar das Gentle Anti-Aging Toner, sanftes Anti-Aging Gesichtswasser. Finde ich sehr, sehr angenehm. Ich verwende auch super gerne Toner. Ich verwende immer einen Toner und ich habe auch mittlerweile immer mehr von meinen Menschen in meinem Umfeld davon überzeugt, dass ein Toner in der Hautpflege einfach super wichtig ist. Also meine Mama verwendet jetzt auch immer einen Toner und sie hat durch meine Empfehlung auch schon wirklich eine sehr positiv veränderte Haut bekommen. Meine Freundinnen folgen auch meinen Empfehlungen und ich bin immer so glücklich. Wir hatten jetzt, vorgestern hatten wir Mädelsabend, da haben meine Mädels mir auch erzählt, was so, ne, seit dem letzten Mädelsabend, einen Monat vorher ungefähr, sich dann so verändert hat. Und ich bin dann immer so glücklich, wenn ich so, yay, es funktioniert. Und ich meine, ich weiß eigentlich, dass es funktionieren müsste, aber daran merke ich dann ja auch, dass sie dann auch die Routinen wirklich durchziehen. Und die haben da richtig Spaß dran, weil die auch alle merken, es bringt was, ne, wenn man dann halt den Empfehlungen der Freundin folgt. Und das finde ich gut, ja. Genau, da hat sich dann sowas wie ein Toner oder Niacinamide oder Vitamin C und Lichtschutzfaktor immer mehr auch in meinem Umfeld etabliert, was ich so gut finde, weil das so, so wichtig ist. Dann habe ich hier Zahnseide-Sticks aufgebraucht, das ist von The Humble Co. gewesen, ja, mit pflanzlichen Rohstoffen. Die sind schon derbe, weil du hast hier immer so zwei Zahnseide-Streifen, ne? Also das ist auch definitiv stabiler als die, die ich jetzt gerade in Anwendung aus dem Action habe. Die mochte ich ganz gerne leiden. Also das ist schon ein schönes Produkt. Dann habe ich hier meine Lieblingsmaske aufgebraucht von Dalton, die Hydrolift Biozellulose Maske. Ja, es gibt auch immer noch meine Dalton Bag. Die wird es, ich denke, bis Ende August auch geben dort im Shop. Und je nachdem, welche meiner Kolleginnen dann zu dem Zeitpunkt einen Code hat, schaut auf Instagram vorbei, schaut auf YouTube vorbei. Jetzt gerade hatte auch Amelie einen Code, aber ich denke, bald werden auch Chiquitas Place und Like a Daisy in Spring und meine liebe Katrins Welt und so, die werden auch wieder ihre Codes bekommen. Und dann könnt ihr natürlich auch mit den Codes meiner Freundin die Bag bestellen oder die einzelnen Produkte bei Dalton. Also super gerne, tobt euch da aus. Und ja, das ist meine absolute Lieblingsmaske. Die kannst du bis zu 3-mal verwenden. Auch das ist ein Produkt, was sich in meinem Freundeskreis sehr etabliert hat. Und du merkst hier halt wirklich auch einen Effekt. Du siehst es halt richtig und ja, das ist der Wahnsinn. Das sagen meine Freundinnen mir auch immer wieder, wenn sie die verwenden und auch meine Familie, ne, so, wow, was ist das für eine Maske? Ja, das ist meine Lieblingsmaske und auch die ist natürlich in meiner Bag mit drin. Dann habe ich hier einen Reiniger, den Ajax. Der ist super. Also der riecht richtig toll mit Hibiskusblütenduft. Den haben wir gerne so zum Wischen oder so, ne? Und wir haben auch so einen Hartbodenreiniger, den wir einfach super viel brauchen. Jetzt so mit Hund und Baustelle und Kind und
Wir sind Tollpatsche. Dann ist es ganz gut, den Hartbodenreiniger zu haben, weil der, da habe ich mal irgendwann eine Kooperation bekommen. Damit kann ich dann halt einfach mal eben kurz durchwischen, ohne es halt super gründlich zu haben. Und da mache ich mir einfach, da hatte Frühlingsrolina auch mal einen Tipp gegeben, einfach ein bisschen was hiervon in das Wasserfach mit rein. Und dann hast du auch einen total tollen Duft in der ganzen Wohnung. Also richtig, richtig schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Also das war ein großartiger Tipp und ja. Brauchst du keinen Raumduft mehr eigentlich, ne? Dann habe ich hier von Emmy ein Produkt von Yves Rocher bekommen, die Pure Chamomile beruhigende Mousse-Maske mit Bio-Kamille für empfindliche und trockene Haut von Yves Rocher halt, ne? Und die hat mir auch sehr gut gefallen, die hat meine Haut schön gepflegt. Also ich habe morgens immer, dass ich halt die Augenpatches drauf mache und eine Crememaske und dann putze ich mir die Zähne und wasche wahrscheinlich meine Pinsel zum Beispiel. Morgen werde ich meine Pinsel waschen, weil ich mich heute geschminkt habe. Video kann ich euch irgendwie verlinken. Und ja, da habe ich dann immer eine Maske drauf und die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die habe ich, wann habe ich die denn immer gemacht? Mittwochs? War das dann immer der Tag nach dem Peeling-Tag? Ich glaube schon, ne? Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Maske. Vielen, vielen Dank, liebe Emmy. Mega, mega cool. Dann habe ich hier noch eine Tuchmaske gemacht und zwar von Isana, die Tuchmaske Love You. Feuchtigkeit mit Melon und Avocadoöl und Hyaluron. Die gibt tolle Feuchtigkeit. Die habe ich von der lieben Corinne geschenkt gekriegt, habe ich mir aufgeschrieben. Natürlich richtig süß, auch mit dem Print drauf gewesen. Diese Gesichtsmaske, um bei Masken zu bleiben, ist von L'Oreal L'Vital Hydra Hyaluronic 72 Stunden Feuchtigkeit umhüllende Maske. Das ist das einzige Produkt aus der Reihe, was ich wirklich aufgebraucht habe und wo ich auch sagen muss, das hat auch was gemacht und das hat mir auch gefallen. Der Duft ist auch wieder hier sehr intensiv. Aber sehr, sehr angenehm, mochte ich gerne leiden. Die Wirkung war okay, ne? Also es ist solide gewesen. Das kann man machen. War jetzt nichts, wo ich irgendwie eine Party gefeiert habe, aber sie war gut. So, jetzt möchte ich euch gerne mal das Verlosungsprodukt zeigen. Und zwar habe ich sie auch gerade leer gemacht und zwar von Yepoda The Ice Cream. Das ist ein neues Produkt, was es dort gibt. Da hast du ein natürlichen Schneckenschleim und natürliches Retinol, also so ein Retinolersatz, Bakuchiol nennt sich das drin. Das heißt, du hast eine Feuchtigkeitspflege von der unteren Augenpartie oder auch von oben drauf, je nachdem, wie du das verwendest. Und gleichzeitig halt dieses, ja, diese Wirkstoffgeschichte von dem Bakuchiol, also wirklich Anti-Aging oder Slow-Aging nennt sich das dann ja quasi. Mir hat die sehr, sehr gut gefallen. Ich möchte euch die aber bitte, bitte nur abends empfehlen. Ich weiß nicht, wie sich das mit Bakuchiol verhält, ob man das auch morgens verwenden darf, weil Retinol sollte man ja nicht morgens verwenden. Ich habe es vorsichtshalber auch nur abends verwendet. Da sie eine sehr reichhaltige Textur hat, konnte ich sie auch tatsächlich nur abends verwenden und nicht morgens. Genau, weil die ansonsten für mich persönlich einfach zu viel gewesen wäre. Du brauchst nur super, super wenig davon. Ich habe die ab dem Zeitpunkt, wo ich sie halt in PR bekommen habe, auch verwendet. Und ja, also eine empfehlenswerte Augengeschichte, die du auch als Augenmaske verwenden kannst, aber das ist irgendwie so Perlen vor die Säue. Natürlich hast du dadurch dann einen intensiveren Effekt, aber ich persönlich würde sie einfach jeden Abend empfehlen, drauf zu machen. Genau, also das ist auch das Produkt, was ihr gewinnen könnt übrigens, und zwar dreimal darf ich das in diesem Video verlosen. Nicht dieses hier, weil das ist leer, sondern das wird von Yepoda direkt dann verschickt. Und die Teilnahmebedingungen setze ich einfach in die Infobox, also drei Gewinner wird es dann entsprechend geben. Yepoda ist K-Beauty, genau, also das ist die koreanische Pflegelinie, die ich auch immer gerne verwende, wo ich auch super gerne den Kornbaum mag. Ich weiß gar nicht, ob ich den leer gemacht habe, dann kann ich ihn euch gleich auch nochmal zeigen. Und die haben auch noch zwei weitere neue Produkte im Sortiment, die habe ich natürlich noch nicht leer gemacht, weil die gerade erst eingetroffen sind. Wir kennen ja zum Beispiel die SPF BFF, das ist der Lichtschutzfaktor 30, verwende ich gerne als Primer. Und hier gibt es jetzt den 50er endlich, was ich so gut finde. Der ist sehr reichhaltig. Das heißt, wenn ihr den solo tragen würdet, würde ich euch empfehlen, den nochmal abzupudern. Ich finde den aber auch sehr schön. Ich habe den heute unter meiner Foundation als Primer auch einfach verwendet, ne? Der hat auch eine ganz, ganz leichte Tönung mit dabei. Die beiden gibt es wohl auch irgendwie als Mini. Also wenn ihr die mal ausprobieren wollt einfach oder auf Reisen mitnehmen wollt, alles in der Infobox. Und ich habe auch aktuell einen 30% Rabattcode. Blende ich mal ein. Und ja, Yepoda ist eine sehr hautverträgliche Marke, kann ich euch wirklich empfehlen, ja, da einfach mal vorbeizuschauen. Und falls ihr euch nicht sicher seid, einfach mal die Minis anschauen. Ich glaube, ich habe hier noch das ein oder andere Produkt gleich weiterhin mit drin. Da müssen wir aber mal schauen. Hier habe ich was, beziehungsweise Julius hat das leer gemacht. Wir haben es an Julius leer gemacht. Die Pflegecreme Körper und Gesicht von Weleda Nourishing Cream. Ja, der hatte halt jetzt kurz bevor es dann halt auch das
wärmere Wetter kam, hatte der so ein paar trockene Stellen. Und dann sind wir halt mit solchen Produkten auch dran gegangen. Das hat echt ganz gut funktioniert. Veleda ist auch sehr hautverträglich, ne? Und sehr, sehr reichhaltig, sehr rückfettend. Das fand ich ganz positiv. Deswegen, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ein Küchenreiniger von Everdrop habe ich jetzt aktuell hier oben in Anwendung. Das ist ein Pulver gewesen. Das hatte ich irgendwo in der Box mit drin. Ist okay, ne? Also das ist halt für mal eben schnell, ist es definitiv eine gute Sache. Wenn du jetzt harte Verschmutzung hast, nimmt man da wahrscheinlich eher etwas mit mehr. Nein, Sammy, es tut mir leid. Frauchen, das war ein Tollpatsch. Und er geht. Sammy, geh nicht. Komm her. Es tut mir leid. Frauchen ist ein Tollpatsch. Frauchen ist ein riesiger Tollpatsch. Ist sie wirklich, ne? Oh, Mausi. Möchtest du eine Entschuldigungssalami? Wahrscheinlich, oder? Ich glaube, eine Entschuldigungssalami geht immer. Das tut Frauchen leid. Der erschreckt sich dann halt auch immer so schnell, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber ich lasse ja ständig Sachen fallen und so, ne? Ja. Puh. Okay, wir trinken auf den Schock nochmal einen kurzen Schluck. Ihr solltet auch mehr Wasser trinken. Wasser ist so wichtig. Gibt die Schönheit von innen quasi, ne? Mhm. Dann habe ich eine Lippenpflege leer gemacht, die stand am Bett, beziehungsweise die habe ich auch teilweise tagsüber verwendet, weil die Lichtschutzfaktor hat, habe ich aber vor allem am Bett stehen gehabt von Elizabeth Arden 8 Hour Cream Nourishing Lip Balm. Jo, das ist diese hier, die war irgendwo in einem Adventskalender oder in einer Box mit dabei. Finde ich von der Applikation her etwas schwierig, deswegen stand sie auch eher am Bett, weil das halt so rauskommt und dann muss man das halt verteilen und so, das war halt ein bisschen, aber ist ein gutes Produkt, also das hat auch wirklich eine schöne Lippenpflege gegeben und ja, aber würde ich jetzt so nicht mega empfehlen. Dann habe ich hier noch eine Tuchmaske leer gemacht und zwar von Isana 25 Jahre, da haben die jetzt ja gerade die, diesen Aufsteller, ne? Superfood Tuchmaske mit Niacinamiden und Pink Grapefruit Extrakt. Es hat ein super Vlies, 1A Vlies habe ich mir aufgeschrieben. Und die Wirkstoffe hier drin sind Niacinamide und Vitamin E, feuchtigkeitsspendend. Die mochte ich sehr, sehr gerne leiden. Kann ich wirklich empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Ein Geruchsentferner habe ich leer gemacht, wo wir schon mal bei Sammy sind. Von Dr. Beckmann, der geht immer mal wieder leer. Brauche ich halt, wenn ich seine Decken oder sein Geschirr oder was alles so Sammy-Kram ist, ne? Wasche oder auch für unsere Badmatten, die werden auch damit immer gewaschen. Und das hilft, ne? Definitiv, dass da einfach nicht dieser Käsegeruch rauskommt. Das ist schon ziemlich eklig, Claudi. Dann habe ich hier noch eine Tuchmaske und das ist auch neu gewesen bei Action. The Little Mermaid Face Sheet Mask Moisturizing mit Wassermelonenextrakt. Das Vlies fand ich top, ist angenehm weich, witzig bedruckt, die Pflege ist beruhigend, die Inhaltsstoffe sind eher basic. Panthenol ist mit dabei, was super ist. Für 99 Cent ist es einfach 1A empfehlenswert. Wenn ihr beim Action seid, nehmt euch die gerne mit. Ist eine süße Sache. Dann habe ich hier, da muss ich gleich die ganzen anderen, die ich einzeln reingeschmissen habe, auch reinpacken, dieses Enzympeeling leer gemacht. Das ist nämlich halt so ein Sommerpeeling für mich, ne, was ich gerne verwende. Und da bekommt man halt wirklich weiche Haut durch. Und da haben auch meine Mom und meine Freundin mir als Feedback gegeben, dass das wirklich eine gute Kiste ist, weil es ist sanft. Es ist trotzdem peelend, es ist aber nicht so super austrocknend und du hast danach halt eine wirklich weiche Haut und man merkt schon, dass irgendwas passiert ist. Ich habe euch auch dazu ein Video abgedreht, wie man das genau anwendet. Das habe ich einfach mal gemacht, als ich auch einen Code hatte. Könnt ihr euch vielleicht interessieren, ist auch im i verlinkt. Dann habe ich hier noch eins von diesen Sachets, das kommt da rein. Von M. Asam habe ich hier das Super Glow Cleansing Balm Produkt aus der Magic Care Reihe. Den habe ich leer gemacht, den fand ich okay. Fand ich aber ehrlich gesagt zu butterig, zu fettig. Da bin ich eher ein Fan von dem Kornbaum oder auch von dem ganz klassischen Clinique Take the Day Off. Ne? Genau, aber mein absoluter Favorite bleibt einfach von Yepoda der Kornbaum. Und das ist ein solides Produkt, was man sich definitiv mal anschauen kann, wenn man einfach dieses Double Cleansing auch machen möchte. Dann habe ich hier von Philip Kingsley ein Produkt aufgebraucht, was okay war. Daily Leave-In Conditioner mit 60 Millilitern. Ja. Ja, habe ich halt nach dem Duschen verwendet oder so zum Haare auffrischen mal zwischendurch, wenn die jetzt so durch die Sonne sehr trocken waren. War das schon eine gute Geschichte, ne? Aber man musste halt schon auch da, musst du eigentlich immer aufpassen, dass es halt nicht zu nachfettend ist.
also nicht in den Ansatz geben, sondern wirklich ab Ohrläppchen, also Längen und Spitzen. Ne? Dann habe ich hier noch weitere Masken aufgebraucht. Die Exotic Party Tuchmaske 25 Jahre Isana, ein Topfleece, eine cremige Flüssigkeit, Topfpflege. Wow, die kann ich euch auch empfehlen. Schaut euch die auf jeden Fall mal an, denn auch das ist relativ günstig. Panthenol ist hier der Inhaltsstoff der Herzen und das pflegt. Das ist gut. Dann habe ich hier noch mehr von Isana, die Hydrogel-Dekolleté-Maske Summer Beauty. Das braucht kein Mensch, das ist einfach winzig gewesen. Also ich habe ja schon keine großen Hupen, ne? Das war halt wirklich nur so, hier so ein kleines, wirklich nur so ein ganz kleines Dreieck, ne? Bei Bewegung hält sie minimal Bläschen, macht das halt quasi, wenn man sich bewegt, ne? Die Pflege, naja, wenn man dran glaubt, habe ich mir drauf geschrieben, du brauchst die nicht. Also das ist nichts, was man jetzt so, nee, da kannst du dir besser, wenn du eine Tuchmaske gemacht hast und die vom Gesicht genommen hast, dass du die dann am nächsten Tag vielleicht nochmal verwendest, um die aufs Dekolleté zu legen oder so. Oder bei der Dalton-Maske hast du ja diese Fliese auch außenrum zu, die das Ganze dann ja auch quasi schützen, dass es nicht so aneinander babscht. Die kannst du auch auf Dekolleté und Hals packen, mache ich auch immer. Beauty Glam Ultimate Glow Mask, die hatte ich in einer Box drin. Hydrogelmaske mit Niacinamid und Vitamin C. Die rutscht etwas, aber die Pflege fand ich toll. Das kann man definitiv machen. Und Vitamin C ist halt echt ein 1A Sommer-Inhaltsstoff. Ne? Dann habe ich hier die Pearl Maske gemacht von Hulika Hulika. Das ist K-Beauty, was ich immer sehr freundlich finde. Die war top, dünn, nass und pflegend. Centella Asiatica ist drin enthalten gewesen, was immer auch eine ganz hautberuhigende Geschichte ist. Und Niacinamid, die Haut wirklich an dritter Stelle schon, das ist natürlich krass, ne? Niacinamide sind auch sehr, sehr gut für die Haut. Dann habe ich hier das B-Oil leer gemacht, das mag ich auch immer wieder gerne, das müsste ich in der Beauty.at-Box drin gehabt haben. Mache ich mir so von Knie bis Hüfte immer drauf, also auf meine Oberschenkel ist es dann und das hilft einfach, dass das Ganze ein bisschen smoother wird. Ich habe ja auch meine Dehnungsfugen, die ich dann ja aufgrund von Wachstum, zu schnellem Wachstum hatte an meinen Oberschenkelinnenseiten, pflege ich immer sehr, sehr gerne mit Öl. Und seitdem ich das mache, muss ich wirklich sagen, hat die Haut sich einfach so ein bisschen verfeinert. Also die Risse bleiben für immer, ist klar. Diese lilane Verfärbung, die dann ja quasi nach innen hin war, ist es dann ja quasi, also du hast ja diese Streifen, dann sind die ja so lila, weil du ja quasi sehr, sehr dünne Haut da hast, die ja irgendwann auch wieder verblassen, weil die Haut sich ja auch regeneriert. Blablabla, bla bla. Auf jeden Fall hilft so ein Öl, ne? Kann ich nur empfehlen, auch wenn man einfach nur Wachstumsstreifen hat. Also ich würde persönlich meinem Teenager, ich empfehlen, das alles immer schön einzuölen, weil dann hätte das alles viel schneller funktioniert, ich hätte viel eher schon wieder Röcke tragen können, als ich sowieso gekonnt, aber hätte mich viel eher schon wieder wohlgefühlt und ja. Das wäre schon sehr hilfreich gewesen. Dann habe ich hier von Benefit einen Precisely My Brow Pencil in der Farbe 2 aufgebraucht. Den hatte ich auch im Project Pen. Das muss ich jetzt mal so ein bisschen wieder neu machen. Ich denke, dass ich das auch über Claudies bunte Welt machen werde und da dann auch mich den Penning Sisters anschließen werde. Also Meloflori ist auch mit dabei, Katrins Welt und so ist auch mit dabei. Auf jeden Fall ist das ein wundervoller Augenbrauenstift. Ich muss nur sagen, dass der zum Ende hin irgendwie nicht mehr ganz so perfekt von der Farbe her war. Das war ein bisschen crazy. Trotzdem immer wieder ein schönes Augenbrauenprodukt, was ich auch sehr, sehr empfehlen kann, weil der echt lange hält. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen drauf von Belle Hypoallergenic. Wunderschön, auch von der Farbe. Applikation 1A. Aber genauso wie der Ultra Slimatic Precise von Catrice nutzt er sich so schnell ab. Also da komme ich vielleicht wahrscheinlich eine Woche oder zwei Wochen mit aus. Und mit so einem Ding zwei Monate, drei Monate. Das ist halt echt, ne? Und dann macht sich das mit dem Preisunterschied halt auch wirklich irgendwann bezahlt. Müsst ihr einfach mal vorbeischauen. Dann habe ich hier ein Gesichtsöl verwendet, weil ich auch Retinol verwendet habe und das habe ich ja nicht jeden Abend verwendet. Das soll man ja auch nur alle zwei, also nur zwei bis dreimal pro Woche machen. Und die anderen Tage habe ich Gesichtsmasken verwendet oder halt ein Gesichtsöl genommen, ne? Da habe ich hier von Augustinus Bader The Face Oil genommen mit TFC8, ja, Alto Belli. Den Duft mochte ich gar nicht so gerne. Das Produkt war aber ganz gut. Ja, das hat irgendwie ranzig gerochen. War aber relativ neu, also war ja auch gerade erstmal in den Adventskalendern drin, ne? Naja, das ist hier auf jeden Fall aus Glas, genauso wie hier ja auch die Ice Cream. Das muss ich separieren. Das kommt dann nämlich nicht in Plastikmüll. Zack. Dann habe ich eine Mascara aufgebraucht von It Cosmetics, die Hello
Plus Lashes oder Hello Lashes Plus. Die hat mir anfangs sehr gut gefallen, am Ende wurde sie dann immer klumpiger, wie das halt bei Mascaren so ist. Die hat oben so Stacheln, damit kommst du halt ganz gut für die äußeren Wimpern dran. Ansonsten eine sehr lange Gummibürste. Die hat mir auch eine Zeit lang geholfen, wenn ich dann sehr intensive Mascaren verwendet habe. Zum Beispiel die Nabla Vigis, ne? Dass ich das dann nochmal so ein bisschen mehr ausbürsten konnte. Das ging halt sehr gut in die Längen rein. Also eine sehr, sehr schöne, empfehlenswerte Mascara. Die hat auch gut gehalten, nicht gesmatscht oder so. Augenpatches von Florence bei Mills habe ich aufgebraucht. Surfing Under the Eyes. Rutschen etwas, pflegen gut. Ja, sind solide, ne? Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Von Isana Ceramide Body Lotion habe ich aufgebraucht mit Ceramiden und Panthenol. Ich liebe Ceramide bzw. meine Haut. Und die habe ich mir nicht so aufgeschrieben. Das war einfach eine ganz tolle Body Lotion. So für Frühling, Anfang Sommer. Eine tolle Konsistenz. Ist schön eingezogen. Wirklich sehr schön pflegend. Also ich bin ja sonst kein Fan von Isana oder Balea Body Lotions, weil die sehr schnell sehr weiß sind, bei mir nicht einziehen wollen und so. Die hier kann ich euch aber definitiv empfehlen. Die war echt schön. So, noch ein Schätzelein von Yepoda ist am Start. Da habe ich nochmal so eine Rescue Moment Peeling Maske gemacht. Ne? Kann man sich, wie gesagt, anschauen, wenn man einfach ein bisschen auch schon mit der Hautpflege auf einem anderen Wirkstofflevel ist und die Haut das einfach auch so weit verträgt. Da muss man die auch nicht abwaschen. Nochmal OBs habe ich aufgebraucht. Das sind einmal diese hier. Es ist halt anfangs ein bisschen eskalativ gewesen, um das mal so zu sagen. Trotzdem, also ja, habe ich nur die normale Größe genommen. Die anderen haben halt noch nicht so gewollt, um das mal so zu sagen. Das hat auch nicht so funktioniert. Dann habe ich hier von Dalton das Retinol-Serum aufgebraucht. Das ist ja aus den High Concentrates, also die sind wirklich sehr, sehr hoch konzentriert. Du merkst halt einfach, es ist ein Institutskosmetik und ich habe jetzt aktuell eins in Anwendung von Biotherm, was mir auch zugeschickt worden ist, was glaube ich im UVP 86 Tacken kostet. Das ist wirklich heftig, genau. Was auch gut ist, aber mir persönlich hat bislang das von Dalton einfach besser gefallen. Ich mag es sehr, sehr gerne. Es macht sehr viel Gutes für meine Haut. Retinol ist genauso wie viele andere Wirkstoffe, auch Niacinamide und so, ne? Das solltest du wirklich dann auch immer regelmäßig verwenden. Und du wirst dann nicht von jetzt auf gleich immer eine Wirkung sehen, aber im Laufe der Zeit. Und ich muss wirklich sagen, ich nehme 3 Jahre lang jetzt schon die Produkte von Beauty Mates, Dalton und Yepoda. Und meine Haut hat sich in diesen 3 Jahren exorbitant krass verbessert. Das ist wirklich heftig und deswegen, also kann ich euch das auch immer wieder empfehlen. Und ich mag wirklich gerne auch das Retinol von Dalton. Das ist wirklich, wirklich gut. Und dann habe ich ein dekoratives Kosmetikprodukt in diese Box hineingepackt, was auch in meinem Project Pan drin war. Aber ich kriege hiervon einfach auch keinen Puder mehr runter. Also ich habe es jetzt heute auch drauf. Und da habe ich einfach gemerkt, dass es immer schwieriger wird. Das ist von Essence die High Beauty Geschichte gewesen. Und zwar das Fixing Compact Powder. Sieht traumhaft aus, ne? Richtig schön spackig. Und der Deckel ist dann irgendwann schon mal abgebrochen. Und ja, jetzt ist es halt einfach schwierig. Du rührst halt mit dem Pinsel meistens in der Mitte, ne? Und für mich ist es jetzt einfach aufgebraucht. Ich habe es wirklich gerockt, man kann es nicht anders sagen. Und ja, war ein gutes Puder, wirklich. Zum Ende hin, wie gesagt, etwas schwierig rauszubekommen, aber ich fand es einfach sehr angenehm, weil das nicht so geweißelt hat. Es hat wirklich gut bei mir funktioniert. Es hat auch eine gute Haltbarkeit vom Make-up bewirkt und du bekommst auch dieses Puder, ich glaube nicht 1:1 so, aber vielleicht, wenn die mal eine LE rausbringen und dann so ein grünes Puder drin ist, dann wird es sicherlich auch eine ähnliche Formulierung sein. Also schaut da einfach mal immer mal wieder so ein bisschen. Ne? Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Puder gewesen. Es hat ein bisschen gemüffelt, ne? Diese High-Beauty-Reihe ja insgesamt wohl ein bisschen, aber das mochte ich wirklich gerne leiden. Dann habe ich einen Lichtschutzfaktor fürs Gesicht aufgebraucht. Der hat, ich glaube, 2 oder 3 Tage, dann habe ich den leer gehabt von Biotherm. Hatten wir gerade erst in der Box drin. Urban UV Defense Hydration mit Lichtschutzfaktor 50+. Der war richtig gut. Oh mein Gott, war der gut. Richtig empfehlenswert. Hat nicht geweißelt. Da konntest du ordentlich viel von auftragen. Hat super mit Make-up funktioniert und so, ne? Ja. Also das ist wirklich ein empfehlenswertes Produkt. Sehr cool. Dann habe ich hier etwas, mittlerweile habe ich mir auch die große Flasche davon geholt, weil ich die vorher gar nicht als große Flasche irgendwo gefunden habe, mittlerweile schon, von Frosch Baby, diesen Spülreiniger. Bevor ich die Flaschen von Julius in die Spülmaschine packe, spüle ich die immer noch ein bisschen hier mit durch und ja, damit halt keine Milchreste und so im Nuki bleiben und so. Dann, also sehr gut, ne? Finde ich wirklich gut. Dann von I+M habe ich eine Fußcreme genommen, Bio Ginseng und Bio Zaubernuss.
Duft war schon sehr naturkosmetikmäßig, aber es war eine gute Pflege. Ja, ist eine schöne Sache, würde ich jetzt so wahrscheinlich eher nicht kaufen. Da kannst du besser von Balea Med diese Urea-Fußcreme nehmen. Definitiv, die hat auch eine super Wirkung, habe ich aktuell in Anwendung. Da muss es nicht die super hochpreisige I+M-Geschichte sein, wobei super hochpreisig. Ja, schon, ist nicht günstig, ne? Das hier finde ich immer sehr interessant, dass die halt solche Sachets halt irgendwo reinpacken. Aber das hat eine Woche bei mir gehalten von Hashtag BeRoutine mit dem Wirkstoff Urea, SOS-Pflege für weiche Füße. Oh ja, hat es wirklich gemacht. Also ich habe wirklich gute Füße gehabt. Habe ich immer noch. Aber tatsächlich hat es eine schöne Pflege gegeben. Ne? Kam irgendwie auch so relativ mintgrün raus. Das fand ich etwas witzig. Aber die Füße sind dadurch nicht grün geworden. Dann habe ich von Balea eine Tuchmaske aufgebraucht. Flower Dream mit Rosenblütenextrakt. Das ist diese hier. Das Vlies ist dick, aber viel Serum und pflegt. Ne? Also das ist halt immer so ein Hit or Miss bei den Tuchmasken von Balea und Isana, finde ich. Deswegen schreibe ich mir das auch immer auf, welche Fliese jetzt gut waren und welche nicht so gut waren, dass ihr Bescheid wisst, weil manchmal haben die halt echt sehr merkwürdige Fliese und dann finde ich das einfach, ich brauche meinen Spa-Moment, sonst bin ich muffelig. Dann habe ich auch hier von Dalton wieder meine liebsten Hydrogel-iPads aufgebraucht, auch die sind in meiner Box natürlich drin, beste Augenpatches ever und die sind halt wirklich super, wenn du irgendwie was Geiles vorhast, wie, keine Ahnung, eine Hochzeit oder ein Geburtstag, wo du deinen Jugendschwarm wieder triffst und den beeindrucken willst oder sonst irgendwas, ne? Das ist halt wirklich eine sehr, 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 sehr coole Geschichte. Die gibt es auch irgendwie im 7er Pack und dann, ja, kann man sich die definitiv mal gönnen und die tun wirklich was für deine untere Augenpartie. Also bei mir ist es halt wirklich, wirklich Lifting, ne? Es ist richtig schön, gibt Feuchtigkeit, gibt Lifting-Effekt und macht richtig tolle Augen. Habe ich, glaube ich, zum Geburtstag von meinem Freund wieder mal verwendet. Dann habe ich hier einen Duschschaum. Oh Gott, ja, der war toll. Lily Love from Bilou. Ja, der war einfach großartig. Der war einfach großartig. Habe ich mir sogar selber gekauft. Der war in seinen Tüten. Fand ich toll vom Schaum her. Hat lange gehalten, also dass du halt auch nicht super viel davon verwenden musstest, ne? Dieser Duft riecht jetzt nicht mehr so, wie er am Anfang gerochen hat. Nee, aber diese Lilie, ne? Oh, ich mag es so gerne. Ich bin letztens hier auch spazieren gegangen. Jasmin war das, was da geblüht hatte. Quatsch, Lilien, wir haben Wasserlilien, aber die riechen nicht so gut. Naja, auf jeden Fall, was rede ich hier? Ein tolles Produkt, kann ich empfehlen, kann man sich definitiv anschauen. Wenn man auf blumige, pudrige Düfte steht, ist das euer Duschschaum des Vertrauens. Dann habe ich ein Duschpeeling aufgebraucht von Balea aus dem Adventskalender, The Most Wonderful Time mit blumigem Rosenduft. Ich habe davon nichts gerochen und ich fand die Peeling-Wirkung hiervon auch leider nicht gut. Ich sollte halt einfach bei meinen Zucker- und Ölpeelings bleiben, weil die ja schrubbeln halt ordentlich. Ne? Die funktionieren gut, die mag ich gerne, die sind toll. Dann habe ich hier auch eine Maske von Dalton verwendet, die Pink Splash Moisturizing Mask. Die gibt auch gut Feuchtigkeit. Das Aber, was hier mit dabei ist, du kannst sie halt wirklich nur einmal verwenden. Also ich habe versucht, sie zweimal zu verwenden. Das geht nicht so gut, weil du nicht so viel Serum drin hast. Und die hat nicht die Lifting-Wirkung, die ja auch die Hydro-Lift-Maske hat. Ne? Vor allem, die ist knatschpink, das sieht auch unheimlich witzig aus. Aber wenn die Party halt hart abgehen soll, dann definitiv die Hydro-Lift-Maske. So, noch mehr Augenpatches habe ich aufgebraucht. Von Youty, Generation of Glow, die iPad-Masks. Das waren Sonnenstrahlen. Der Glow kam durch das Vitamin C, was hier drin enthalten ist. Es war ein leichtes Blitzeln auf dem Gesicht zu spüren. Und ich habe sie von der lieben Corinne zum Geburtstag bekommen. Vielen, vielen Dank. Ja, und habe ich dann auch beim Zähneputzen drauf gehabt. Wie gesagt, Vitamin C ist jetzt einfach traumhaft super. Dann habe ich hier, genau, jetzt gerade bei uns hier oben im Bad auch in Anwendung, aber das ist eigentlich schon leer, Airwick Life Sense Düfte, die sich verändern. Echt? Also ich finde jetzt nicht, dass sich das groß verändert hat. Unser ganzes Treppenhaus hat danach gerochen oder riecht jetzt auch noch immer danach. Ich finde diesen Duft wirklich gut und das hält auch ganz gut. Also ich würde sagen, es hält so ungefähr einen Monat. Bei uns auf jeden Fall. Verwunschener Garten, Marshmallow, Himbeere, Rose, ganz interessant. Das hat mit dem Verändern habe ich gar nicht irgendwie bewusst wahrgenommen. Mochte ich auf jeden Fall gerne leiden. Und das hat so Blubbels unten drin. Ist auch ein ganz hübscher Flakon, ist halt so aus Glas. Hast du diese Holzstäbe drin, ne? Das hält auch ganz gut. Also das ist auch ein Duft, der jetzt nicht irgendwie so super schnell verfliegt. Das habe ich bei anderen Düften leider öfter so. Ja, manche Rituals-Düfte haben das leider tatsächlich.
Ja. Der riecht hier schon die ganze Zeit rum. Von Yves Rocher, den hatte ich nämlich vorher. Der ist sehr, sehr schnell leer gegangen, muss ich sagen. Also das hat nicht lange, dass die Flüssigkeit hier drin geblieben ist. Habe ich von der lieben Emmy geschenkt gekriegt übrigens. Von Yves Rocher Fleur de Pré Bruyère, Meadow Flower and Heather. Mhm. Toller Duft, aber wie gesagt, lange nicht, also hat nicht lange, war nicht lange vorhanden. Ist dann relativ schnell schon ausgetrocknet gewesen. Da kannst du dann wahrscheinlich einfach weniger Duftstäbe nehmen, dann hast du die Oberfläche verkleinert und in dem Sinne dann länger was von dem Duft, aber dafür ist der Duft nicht so intensiv, musst du selber wissen, wie du es handhaben möchtest. Ich rieche ihn jetzt zum Beispiel an den Stäbchen selber immer noch ein bisschen. Erst habe ich eben gedacht, als es neben mir stand, dass ich das bin, also dass es quasi mein Schweißduft ist. Nee, es ist das hier, also wenn man direkt dran riecht, dann riecht das gut. Wenn man denkt, man ist es selber, dann ist es ja eigentlich eher negativ, ne? Nochmal die Da Vinci Seife habe ich leer gemacht. Wirklich eine tolle Seife. Die ist echt klasse. Ist jetzt leer offensichtlich. Zwei leer gemacht. Ja, ich habe mich auch echt viel geschminkt, ne? Für Claudies bunte Welt haue ich jetzt ja auch immer mehr so Schminkis von einzelnen Paletten und so raus. Genau, auch diese Limited Edition habe ich dort dann auch online gestellt. Ja, dann habe ich hier, wo wir schon beim Schwitzen sind, ein Refill von Hupsala Wild aufgebraucht. Ich weiß leider nicht mehr, welcher Duft das war. Ich verwende die gerne abends und da schützt es mich schon. Jetzt so über Tag schützt es mich auch ein bisschen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich sage, okay, ich sollte doch dann eher nochmal Sprühdeo nachlegen, wenn es dann richtig hardcore wird. Ne? Es ist jetzt ja auch gerade 30 Grad. Deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung. Ja, aber ein schönes Deo, was ich immer wieder gerne auch in Anwendung habe und wie gesagt gerne abends verwende. Ein Fixing Spray habe ich aufgebraucht von Pixi by Petra, das Glow Mist mit Propolis und Arganöl. Das fand ich gut, das hat die Haut gepflegt und gleichzeitig auch Glow gegeben, hat das Make-up auch gut fixiert und verschmelzen lassen. Das kann ich euch auch empfehlen, das fand ich wirklich toll. Man denkt nämlich erst so Arganöl, nicht, dass es dann zu ölig auf der Haut wird oder so und dann alles runterrutscht. Nee, das hat wirklich gut funktioniert. Dann habe ich auch die Hyaluronic Urea Hydro Boost Anti-Aging Feuchtigkeitscreme aufgebraucht. Das ist eher ein Produkt bei sehr reichhaltig, was ich eher so Richtung Herbst-Winter empfehlen würde oder frühes Frühjahr. Ich mag das super gerne, habe jetzt Abendcreme verwendet. Ja, ich mag den Duft. Hatte ich halt in Malaga auf dem Zimmer stehen. Ne? Und Produkte, die ich dann halt auf dem Zimmer stehen hatte, habe ich auch mit nach Hause genommen und dann zu Hause auch aufgebraucht. Und deswegen habe ich halt auch super viele Dalton-Produkte jetzt in letzter Zeit auch in Anwendung gehabt. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Es gibt davon auch die, das sage ich sehr häufig heute, ne? Es gibt davon auch die leichte Variante. Die ist auch eine ganz super schöne Sache, die jetzt auch eher so im Sommer was ist. Genau. Was wollte ich denn eigentlich gerade gesagt haben? Ich habe den Faden verloren. Ich habe mich selber irgendwie gegen die Wand gequatscht. Ist auch mal ganz gut, ne? Ja, genau. Weil hier zeige ich euch ja auch eigentlich hauptsächlich die Produkte, die ich ja wirklich leer gemacht habe. Deswegen empfehle ich euch ja auch so viel. Weil die Produkte, die nichts für mich sind, die kommen ja ins Flop-Video. Also das kommt dann ja auch immer ungefähr einmal im Monat. Und da seht ihr dann die Produkte, die einfach nichts waren und die rausgeflogen sind. Dann habe ich eine Zahnpasta auch gebraucht. Absolute Lieblingszahnpasta. Repair and Prevent ist das von Elmex, die grüne. Sagenhaft gut. Ich habe so ein bisschen freiliegende Zahnhälse. Da ist die Zahnpasta 1A. Dann habe ich hier von Isana die Tuchmaske mit der lieben Poker und das gemacht. Intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron und Cranberry. Auch die habe ich von der lieben Corinne zum Geburtstag bekommen. Anfangs hat die ein bisschen gebrannt, aber die pflegt gut und passt okay. Ich weiß jetzt nicht, was da genau dann dafür zuständig war. Wahrscheinlich das Vitamin C, ne? Dass es so ein bisschen auf der Haut geblitzelt hat. Ansonsten sind hier sehr entspannte Inhaltsstoffe drin. Naja, ist auf jeden Fall eine super Sache im Sommer gewesen. Und sowas immer in den Kühlschrank, Leute. Mega Empfehlung. Ich war ja immer so ein bisschen skeptisch bei den ganzen Körperpeelings von Rituals, ne? Weil die bei mir irgendwie auch eher mau unterwegs waren. Jetzt hatte ich aber hier von Ritual of Sakura das Renewing Body Scrub mit Sugar and Cherry Blossom. Das ist wichtig, dass da Sugar draufsteht, ne? Weil dann hast du auch wirklich diese Zuckerpartikel drin und dann geht die Party halt ab. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hab ich das selber, hatte ich dann wahrscheinlich mal in der Box, weil ich nicht draufgeschrieben habe, von wem. Und Sakura-Duft ist natürlich traumhaft, ne? Also Kirschblüte. Sehr, sehr schön. Also im Prinzip dann in Kombination mit dem Zucker, süße Kirschblüte. Hallo, hier bin ich. Dann nochmal Isana Tuchmaske, Feuchtigkeit und Duo Hyaluron, also Feuchtigkeit spenden und Panthenol, das ist pflegend. Die Mickey Maus Maske beruhigt und pflegt, Vlies ist etwas steif, aber trotzdem war das okay. Auch das, liebe Corinne, vielen, vielen Dank.
Dann habe ich hier den Kornbaum. Richtig gut. Liebstes Produkt von Yepoda, Leute. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist ein ganz tolles Produkt, was einfach bei mir Double Cleansing technisch immer weit vorne steht und was ich euch immer wieder empfehlen möchte, weil der Kornbaum nimmt euch das Make-up runter bzw. löst es ganz toll an. Unter der Dusche verwende ich dann einen Cleanser, entweder in Schaumform oder in Gelform oder in Milchform, was auch immer man so halt hat, um halt auch nochmal die Haut zu reinigen und so weiter. Ne? Aber das ist das Produkt meiner absoluten Herzensgeschichte. Nicht jeder verträgt das, weil da halt auch so Öle drin sind. Kokosöl ist da, glaube ich, auch mit am Start. Ne? Und das verursacht, ich glaube, Melli hat das zum Beispiel mal erzählt, bei ihr auch so ein bisschen Unreinheiten. Bei mir funktioniert das super. Genau, Olive und Kokosnussöl ist das. Ganz toll. Ich liebe den. Ich mag den Duft. Ich habe jetzt gerade auch... Ja, ganz toller Duft. Ich habe jetzt auch gerade einen anderen in Anwendung. Davor hatte ich ja den von Asam auch. Ne? Einfach, weil ich auch gerne für euch auch andere Produkte testen möchte. Aber ich vergleiche das immer wieder mit dem. Und da ist auch wirklich, da schlägt mein Herz für. Und den finde ich großartig. Und als sie jetzt irgendwie letztens auch mal so einen Ultra-Sale hatten und so, habe ich ja auch zugeschlagen und mir da auch Backup von Backup von Backup gekauft. Also ich habe immer schön was hier, was so wichtig ist. Denn abends, wenn ich mich abschminke, nach so einem Drehtag, also da habe ich ja nicht nur Make-up, was runter möchte, sondern auch Lichtschutzfaktor und Schweiß und äußere Umwelteinflüsse, nennt man das ja immer so freundlich. Und dann kommt so ein Abschminkbalsam richtig gut, weil dann löst du schon mal alles ganz gut, gehst dann unter die Dusche, kannst es dann runterwaschen, aufemulgieren erst, dann runterwaschen und dann nochmal so mit dem Cleanser drüber. Oh, richtig toll. Und ich habe danach halt nicht so ein furztrockenes Gesicht, weil das Ganze ja auch wirklich sehr pflegend gleichzeitig ist, ne? Aber na. Dann habe ich hier von Domol Simply Fresh den Nachfüller aufgebraucht. Cotton Fields, also Baumwollfelder. Geht auch in unseren Airwick automatischen Sprüher rein. Ganz toller Duft. Frische Wäsche läuft, ne? Oder frisch gewaschene Wäsche. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Kaufe ich immer wieder gerne nach. Habe ich noch mehr Dalton-Peeling-Viecher gemacht. Die kann ich jetzt alle in die Verpackung reinräumen. 1A. Warum mache ich das überhaupt? Man weiß es nicht, weil ich ein Ordnungsmensch bin. Dieses Produkt habe ich verwendet, ich glaube, doch für die Oberschenkel war das auch, von Shogun. Das habe ich von einer lieben Zuschauerin zugeschickt bekommen. Olio di Mandorle Dolci. Genau, das war parfümiert. War okay, weil ich das halt an den Oberschenkeln verwendet habe, ne? Aber das war schon sehr, sehr stark parfümiert. Da muss man dann einfach schauen, wenn man das vielleicht nicht so gut verträgt, weil das halt sehr intensiv war. Dann habe ich eine Gesichtscreme aufgebraucht von The Body Shop mit Vitamin E, die Moisture Cream, habe ich morgens verwendet. Die war okay, aber jetzt nichts, was ich nachkaufen würde. Da wäre ich halt eher bei der Beauty Mates Boost Cream, die ich auch aktuell wieder in Anwendung habe, ne? Muss ich sagen. Trotzdem eine solide Feuchtigkeitscreme, sehr leicht auch von der Pflege, also von dem Hautgefühl her, ne? Jo. Dann habe ich eine Nagelfeile aufgebraucht. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommt. Auf jeden Fall fand ich die gar nicht gut, weil die einfach überhaupt keine Peeling, keine Ratschviecher hat. Ne? Das fand ich irgendwie total doof. Dann habe ich hier Augenpads leer gemacht von Yuti iPad Mask. Power of Passion, das waren diese süßen Herzchen, die waren echt hübsch. Von Corinne, auch die mochte ich gerne leiden. Also Yuti kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Dann habe ich hier die Propolis-Salbe von Hanosan leer gemacht. Ich mag einfach gerne Propolis-Salben hier zu haben, wenn man eine kleine Wunde hat oder wenn man Mr. Herb hat oder als ich auch meine Narbe, ne, noch relativ frisch hatte und so. Propolis-Salbe, auf alles Propolis-Salbe drauf. Richtig, richtig toll. Propolis hat auch irgendwas mit den Bienenwaben dann ja auch zu tun. Ist eine echt tolle Sache, kann ich euch wirklich ans Herz legen. Sie färbt ein bisschen ein, also wenn man halt auch ein Mr. Herb hat und sich das drauf macht, Gott sei Dank schon lange nicht mehr, dann sieht man das halt schon, weil es so leicht gelblich ist, ne? Aber es hilft halt. Das ist sehr entzündungshemmend. Es funktioniert einfach toll. Von Omo, aua, jetzt bin ich gerade fast über meinen Fuß gefahren. Halt so ein bisschen über meinen Fuß, aber ich habe es überlebt. Omorovica habe ich hier leer gemacht. Ja, oh Gott, die war furchtbar. Das war wie Fett. Als würde ich mir Fett ins Gesicht packen. Ich überlege gerade, wie das Ding nochmal hieß. Und wofür wir das verwendet haben. War das beim Reiten damals für Stiefel oder so? Ich weiß es nicht. Irgendwie so eine ganz fettige, nee, so wie Schmierseife, nee, ganz unangenehm. Unangenehm trifft es definitiv, habe ich nachher auf dem Körper aufgebraucht. Bäh, gar keine Empfehlung.
Nein. Dann habe ich hier die iPad Mask Angels of Attraction von Corinne aufgebraucht. Das waren so Engelsflügel, die waren auch toll, waren süß und haben halt auch ein bisschen gepflegt. Ne? Dann von Dalton die Prevent and Control Body Lotion Aftersun, finde ich großartig, weil die halt super schnell einzieht und einfach viel Gutes für die Haut macht. Ne? Das tut meiner Haut sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ist da Aloe Vera mit drin? Also Panthenol ist natürlich hier der Inhaltsstoff, der das Ganze pflegt. Glycerin, Spirulina-Alge, Algenextrakt hast du hier mit dabei. Ja, bei mir funktioniert das echt wirklich gut. Nee, hier ist sogar kein Aloe Vera drin. Klebt auch nicht. Also ich finde die super. Habe ich auch noch ein Backup, das wird dann auch demnächst mal wieder in Anwendung kommen. Dann habe ich hier für Julius aufgebraucht die Intensivpflegecreme von Pedi Protect mit Chiaöl, Shea Butter und Kokosöl. Die haben wir doch auch Geschenke gekriegt. Ich weiß aber gerade nicht mehr von wem. Die war auch sehr, sehr gut. Würde ich aber jetzt nicht, also ich würde die als komplette Körpercreme nehmen und nicht für das Kind hat trockene Stellen und braucht die dann entsprechend gepflegt. Ne? Also für eine gezielte Pflege die von Weleda und für eine Komplettpflege dann die. Ja, das war dann auch eine ganz gute Sache. Dann habe ich einen Eyeliner von Chiglam aufgebraucht. Der hat richtig lange gehalten. Waterproof Liquid Eyeliner. Der ist jetzt nur einfach schon so lange offen, dass er irgendwann einfach nicht mehr wollte. Hat eine schöne Spitze, hat toll gemalt, hat lange, wie gesagt, auch gehalten. Ja. Fand ich gut. Normalerweise sollte man halt alles, was du an Schleimhäuten verwendest, Liquid Lipstick, Lipglosse, Eyeliner, Mascara, ne? Sowas solltest du eigentlich maximal 6 bis 8 Wochen in regelmäßiger Anwendung haben, weil ansonsten ist es halt irgendwann nicht mehr so nice und wir wollen das alles nicht, ne? Genau, wir trinken uns noch einen Schluck. Und widmen uns jetzt dem Endspurt des Ganzen. Hier habe ich jetzt einmal so ja, Saubermachtücher, die denkt mit Allzwecktücher feucht, finde ich immer wieder eine ganz praktische Geschichte. Habe ich hier oben auch stehen, dass wenn ich Swatches entferne, dass ich was da habe. Ein Lappen mit Wasser wäre wahrscheinlich nachhaltiger. Ne? Aber manchmal bin ich auch einfach ein Fauli. Sanfte Noten von Friesien und Zedernholz, ja bestimmt. Aber es ist halt einfach ein Putztuch für mich, ne? Was seinen Zweck erfüllt und was ich einfach gerne verwende. Dann habe ich hier von Balea die bedruckte Tuchmaske Be Icy. Habe ich von der lieben Sarah Isabel zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Nass und pflegend, fand ich top, kann ich sehr empfehlen. Ist aber da auch schon im Ausverkauf gewesen, deswegen wird es die wahrscheinlich nicht mehr geben. Die Creme, schade, schade, dass die so teuer ist, ist von La Mer gewesen. Die Moisturizing Creme, oh mein Gott, war die gut. Ich glaube, hier waren nur 2 oder 5 Milliliter drin. Ne? Hatte ich halt mit, als wir nach Malaga geflogen sind und ich dann halt einen Tag vorher auch im Hotel war, zusammen mit Melli und halt in Düsseldorf, ne? Weil wir morgens oder nachts ja auch geflogen sind. Und die war so gut. Wow, die hat so schöne Haut gemacht. Die habe ich nachher auch hier zu Hause aufgebraucht. Die war richtig klasse. Die hat eine ganz tolle Haut gemacht, ne? Es ist halt La Mer. Was willst du machen? Es ist halt Luxus pur, ne? Dann habe ich hier ein Produkt, die Booty Drops von Frank Body. Die waren gut, das waren halt auch wieder so, ne? Also eigentlich für einen Poppes, aber ich habe die halt für meinen kompletten Oberschenkel dann genommen oder beide dann halt. Kannst du theoretisch mit deiner Bodylotion vermischen. Ich habe die halt pur aufgetragen und das war halt Perlen vor die Säue, weil du super schnell das Ding leer hattest und das ist halt echt nicht günstig gewesen. Ja, hat schön gepflegt, hat einen schönen Weichzeichner dann ja auch gemacht quasi, ne? die Haut toll gemacht. Aber für das, was da drin ist, ist es einfach zu teuer, ne? Muss ich wirklich sagen. Da kannst du dir genauso gut das von Feiöl oder so holen. Nun, noch so ein Peeling-Sachet. Die Frau hat gesammelt. Peelings mache ich übrigens 2-mal die Woche, dienstags und freitags. Und so ein Sachet reicht für 2 bis 3 Anwendungen, je nachdem, wie viel du so peelst. Also ob du Gesicht, Hals, Dekolleté machst, ob du nur Gesicht machst. Ne? Dann habe ich hier von Maxime Giacomo, hatte ich auch in meinem Aufbrauchprojekt, den Lip Glaze. Genau, den hatte er nämlich in seiner Collection drin gehabt. Hat mir sehr gut gefallen. Ich mag das auch tatsächlich, also die Formulierung davon, das mochte ich sehr, sehr gerne auf meinen Lippen haben. Ist eine sehr leichte Geschichte gewesen. Und ja. Ist jetzt halt leider leer und war eine Limited Edition, aber ist tatsächlich empfehlenswert. Ja, so ein schönes Zwischending gewesen zwischen Lippenöl und Lipgloss, finde ich. Oder Lippenöl und Lippenpflege vielmehr. Ja, das fand ich gut. Dann habe ich eine Mascara aufgebraucht, die 5D Lash Power Volumizing Mascara von Revolution. Die ist halt so richtig geil gewesen, ne? Dann machst du halt Puff und dann kommt das oben raus und dann hast du hier so ein Oschi-Bürstchen und so. Da brauchte ich auch definitiv die It Cosmetics als
Kombinationsmascara für, weil die hat dir halt richtig die Wimpern krawumm gemacht, ne? Na toll, und jetzt auf den letzten Metern blinkt mein Akku. Das ist frech. Na, das hättest du auch noch durchhalten können, Akkulein. Die Hydrogel-Augenpads habe ich noch einmal verwendet. Ich weiß gar nicht, wofür. Für Omas Geburtstag? Man weiß es nicht. Dann nochmal ein Dalton-Enzym-Peeling-Ding. Dann habe ich die Sensitive Care Dermabalance Hypoallergene Augencreme von Dalton aufgebraucht. Das wollte ich gerne auch mal ausprobieren, weil ich ja manchmal auch wirklich sehr, sehr, sehr sensible Augen habe, die dann auch gerötet waren, weil ich vielleicht auch ein bisschen geweint habe, weil mein Kanal gehackt wurde. Und ja, definitiv eine sehr, sehr schöne Geschichte. Sehr leicht, hält super lange. Also, dass du hast richtig lange was davon, von den 15 Millilitern, weil du brauchst immer nur ein ganz kleines bisschen, weil das ist sehr, sehr ergiebig, wenn du das auf die Augen drauf machst, ne? Und ja, habe ich morgens verwendet, kann ich wirklich empfehlen. Sehr, sehr, sehr schöne Augencreme. Ebenfalls von Dalton habe ich hier noch die Crememaske verwendet, den Natural Korrekteur. Ich habe mal ein komplettes Video über ein Maskenranking von den Dalton-Masken gemacht. Die ist solide, die ist okay, die macht halt auch wirklich eine Korrigierung der Haut, die ist entzündungshemmend, die ist tatsächlich so, dass sie auch die Narben, die man so hat, minimiert. Also dass man halt quasi, also ich habe mir die auch auf meine Kaiserschnittnarbe zum Beispiel drauf gemacht. Das hat wirklich schon einiges gut gemacht, ne? Und ja, hat gut funktioniert, aber ich meine, dass die nicht mehr diese Natural Korrekturreihe haben, sondern dass die jetzt mittlerweile ja die Dalton Med-Reihe haben, von der ich auch übrigens das Shampoo habe, was ich großartig finde. Habe ich gar kein Shampoo hier drin gehabt? Ja, das habe ich ganz schön lange auch schon in Anwendung. Ne? Kann man nicht anders sagen. Sehr ergiebig. Genau. Auf jeden Fall hat die Maske mir gut gefallen. Aber es gibt tatsächlich auch Masken von Dalton, die ich halt noch besser finde. Und als letztes habe ich hier leider einen ziemlichen Flop drin. Was heißt Flop? Wahrscheinlich ist der mir dann auch irgendwann ausgetrocknet. Von Kiko Unexpected Paradise, den Waterproof Eye Marker. Nachdem dann mein Skiglam Eyeliner leer gegangen ist, habe ich nämlich den hier versucht zu verwenden. Und der hat einfach nicht hingehauen. Muss ich sagen, wie es ist. Ne? Also der hat nicht gemalt. Und dann habe ich jetzt hier meinen Eveline genommen. Ja, den kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Das ist einer mit einer Filzstiftspitze. Und da sieht man auch anhand der Spitze, dass der schon ziemlich trocken ist. Ne? Ja. Genau, das wäre es jetzt einmal gewesen von meinem Aufgebrauch-Video. Schaut, wie gesagt, super gerne einfach mal bei Jepoda vorbei. Da habe ich euch auch die Teilnahmebedingungen fürs Gewinnspiel in die Infobox reingesetzt. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Infos weitergeben. Ich konnte euch gegebenenfalls Produkte empfehlen oder entfehlen, euch vor Fehlkäufen bewahren oder so. Dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.